Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play von Alone in the Ark. Letztes Mal haben wir ein bisschen weitergebaut an unserer Basis und den Innenhof da schon mal sicher gemacht. Und jetzt habe ich mir so überlegt, wie stellst du das jetzt hier hinten an? Ich habe mir gedacht, komm, ein bisschen sicher machen muss das. Kleine Einbußen muss man machen. Wir machen das mit Walls, die wir hier zwei oder drei hoch, ich denke drei hoch bauen. Und zwar diese Ruinenwände, dass das schon auch stimmig aussieht. Machen wir drei hoch. Das dürfte ungefähr bis unter diese dicken Knubbel da, bis unter diese Fortsätze gehen. Knapp drunter, denke ich, dürften drei Wände aufhören. Und hier in der Mitte, bei dem, da wo der Ausbruch ist, das ist das breiteste, das ist die breiteste Stelle. Die anderen sind alle ein bisschen kleiner. Da kommt ein Spino durch und da kommt dann auch so ein großes, ich weiß nicht, ob man bei Hammer's Gate nehmen oder ob man ein großes Stone Gate nehmen, erstmal so zum Test, ob man da mit dem Spino durchkommt. Dann wäre das zumindest die eine Stelle, wo ich sagen würde, da könnte man ein Tor machen, dann hier unten überall die Wände drei hoch. Hier haben wir ohnehin unseren Tempel, unseren Baby-Tempel. Den muss ich auch noch ein bisschen begrünen und einwachsen lassen und so. Aber ich finde den noch immer ziemlich cool und urig, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir hier noch den Bereich vorne. Da muss ich mal gucken. Das ist unser Zähmkäfig, den würde ich gerne noch auch so ein bisschen mit ein paar Treppen versehen. Und eventuell würde ich auch bei dem sagen, dass wir die Stone Foundations durch Dings Foundations ersetzen. Oder was habe ich denn hier verwendet? CS Stone Foundations. Das heißt, ich könnte die könnte die aufheben und die neuen dann setzen. Hoffe ich, ohne dass da was einkracht drüber. Das müssen wir dann ausprobieren. Hier hat man nämlich für oben auch wieder ein paar Foundations für den Boden. Hier müsste ich dann schauen, dass ich den nutze quasi. Und dann machen wir hier nämlich eine Foundation noch hin und dann zu. Hier, wo die Säule ist. Müssen wir mal gucken, ob das geht. Dann machen wir hier zu, eine Wand hoch, dann ist da dicht. Und dann ist das so Teil der Außenmauer, der Zähmenkäfig sozusagen. Dann machen wir nämlich hier an dieser Stelle auch eine Fortsetzung der Außenmauer, die dann so rüber geht. Der muss dann ein bisschen vor hier, der Linus, bis hier hinten hin. Hier kommt dann das große Metall bei Hammer's Gate hin. Das, was nach oben offen ist, damit wir auch für den Bronto einen Ausgang haben. In die Richtung, über die Brücke, hinfort, weit weg. Wo auch immer er dann langstampft und hoffentlich für uns irgendwann auch mal was macht. Irgendwie haben wir den momentan nur als Deko rumstehen. Er ist wieder verrückt, weil hier drin ein kleiner Kampf getobt hat. Was war das? Ah, Dodo. Weil hier ein kleiner Kampf getobt hat. Tampf gekobt. Rücken wir mal wieder ein bisschen gerade, halbwegs. Geht schon. Geht schon nicht mehr. Weißt du was? Dann stell dich doch in Schrägstrich an die Wand. Macht ja auch nichts. So, wir machen bei ihm ein bisschen, bei ihr vielmehr, die dicke Bertha. Movement Speed. Damit der vielleicht irgendwann überhaupt mal einen Einsatz bekommt, der Bronto. Momentan, wie gesagt, reine Deko, weil er mir einfach zu lahm ist. Gut, also, wir bräuchten, dasselbe würde ich übrigens hier machen. Hier machen wir zwei Tore. Eins, ja, Symmetrie und so, ihr wisst schon. Im Grunde genommen besteht das ja aus drei Teilen, drei Teilen. Einmal rechts drei Bögen, dann Mitte einen Bogen zerbrochen, links drei Bögen. Und jeweils in die Mitte würde ich dann ein Tor setzen. Da ist auch jeweils eine Treppe drunter. Und eine Schande, dass da keine Treppe ist. Symmetrie! Und dann haben wir das hier auch, denke ich, ganz gut. Dann machen wir da die Tore rein, wie wir es unten auch haben. Also, damit fangen wir jetzt an. Und dann mache ich das hier nämlich dicht. Und dann haben wir hier eigentlich auch schon fast alles safe. Also, wir brauchen hierfür 3, hä? Wie oben. Drei Wände breit. Also brauchen wir hier dreimal Fans Foundation. 6 Fans Foundation. 9. 12. 15 Fans Foundations. 15 Fans Foundations und dann jeweils dreimal drei Wände. Oh Gott. Nehmen wir Holz Fans Foundations, oder? Dann sind die halbwegs günstig. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche habe. Mal gucken. Vielleicht habe ich noch welche. Fertig. Dann nehmen wir erstmal die. Aber ich glaube, die habe ich mittlerweile auch alle verbraten. Railings waren da. Hier, da, doch. Wooden Fans Foundation. Komm, das reicht. Oder? So, dann haben wir davon 15. Und dann gehen wir jetzt rüber. Rüber. Gehen wir jetzt rüber. Und bauen dort ein paar Wände. Halt, das war viel zu viel. Momentan kann ich nicht so viel tragen, weil ich hier die Foundations schon alle drin habe. Alt. Ich vergesse immer, wo die
Ich will immer zur Echo Trees Mod Kiste laufen, statt hier. Weißt schon. So, Ruin Wall, dann nehmen wir die ganz normalen, oder? Oder machen wir unten auch. Ach, das können wir eigentlich auch unten mit ein bisschen Fenster machen. Eins, zwei, jetzt müssen wir überlegen. Rechts und links jeweils in die Mitte ein Fenster. Drei, vier. Joa. Was fehlt dann? Thatch. Wer hätte es gedacht? Ich tue die auch mal kurz da. Ah, ich tue die mal kurz da nicht rein. Dann tue ich die mal kurz da rein und vergesse sie nachher da drin. Ihr wisst schon. Vier. Dann nehmen wir noch ein bisschen Thatch mit. Nein. Haben wir eigentlich auch irgendwann mal keinen Regen in der Aufnahme? Das Eisen brutzelt noch ordentlich durch. Frage ich mich gerade so. So, Ruin Wall, jetzt fehlt Wood. Ja, was Neues. Und jetzt hat man Wood, jetzt hat man Thatch, jetzt fehlt bestimmt gleich Stone. Und? Laut Anzeige fehlt nichts, doch jetzt fehlt Stone. Machen wir trotzdem nochmal. Ich denke, dann haben wir aber bald genug, wobei wir für unten auch noch ganz viel brauchen. Ich glaube, wir müssen früher oder später auch dann nochmal raus. So. Wir müssen früher oder später dann auch nochmal raus und entsprechend einige Steine holen. Das wird sonst übel. So, das haben wir noch. Habe ich noch Platz? Ja, ich kann noch was tragen. Dann schauen wir mal, können wir noch so ein Low? Nee, das ist das Low. Ein Big Stone dafür fehlt. Schein. Tack, tack, tack. Das alles da rein. Dann holen wir jetzt nochmal einen Schwung Stein. Wow. Das meinte ich. Bus. Moment. Metall. Moment. Ja, okay. War jetzt dezent überrascht. Ich dachte schon, unser Steinvorrat wäre wieder weg. Ach, ich Idiot. Und dann Big Stone Dinosaur einmal. Jetzt fehlt Wood. Ich glaub's nicht. Wir brauchen zwei Tore deshalb. Halt. Tack, tack. Dann nochmal Big Stone. Und dann Big Reinforced einmal. Und dann brauchen wir nochmal Stein. Boah, das. Ne? Das geht weg wie Sau, die Materialien. Das ist unglaublich. Aber so ist es halt. Big Reinforced Craft. So, jetzt nehmen wir das alles raus. Und können uns noch bewegen. Bin mal gespannt. Ich hoffe, das klappt jetzt, was ich mir so vorgestellt habe. Jetzt müssen wir erstmal da unten die ganzen Sachen reinlegen. Das hier, das und das. Und falls wir angegriffen werden, habe ich auch noch was parat. So. Warum ruckelt denn das so? Der läuft so ruckelig. Lass das. Nehmen wir hier die Linie. Oder versuchen wir es mittig. Wir versuchen es mal mittig. Komm. Jetzt bin ich nur gespannt. Ah, toll. Ich hänge wieder fest. Diesen Fehler gibt es jetzt echt seit neuestem, wenn man irgendwas baut, wo man quasi draufsteht. Okay. Okay. Das ist dann zu sehr drin. Das heißt, wir müssen schauen. Pickup. Wir müssen schauen, dass wir hier quasi bis zur Hälfte drin sind. Müsste ungefähr so sein. Jetzt sollte es noch gerade sein. Das wäre nicht ganz verkehrt. Das ist ein bisschen schief. Ordnung muss sein. Nee, das kriegen wir hin. Das kriegen wir besser hin. Daher, wie gesagt, Ordnung muss sein, aber das schaffen wir. Denke so, hä? So. So, jetzt bin ich gespannt.
Hier mal einen Knick. Da mal einen Knick. Wie doof. sind halt Ruinen, ne? Was ist da schon gerade? Wie beim Altbau, den man kauft. Da ist auch nichts gerade. So, ganz so weit sollte es also nicht rein. Das hat man auch gesehen. Bisschen weiter raus darf es noch schauen. Dann machen wir das nochmal. So. So. Und jetzt, ja, wir haben den Knick hier. Kannst du machen? Nix. Kann da nicht. Dass das irgendwie von hier anders snappt oder so? Nö, ne? Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. So, dann machen wir hier in die Mitte die Fenster rein und dann haben wir hier eine normale Wand. Und da eine normale Wand. Ja, Gott. Ist halt so. Huch. Ist doch okay, oder? Wenn das so ein bisschen. Wenn das so ein bisschen schief ist, ist ja nicht schlimm. So, dann haben wir hier theoretisch unser Tor. Theopraktisch. Hat das da drüben besser gesnappt? Hier, naja, doch, krieg mal hin. Mhm. Denke, von hier kann man es gelten lassen. Wie sieht's von außen aus? Kann man auch ganz wunderbar gelten lassen. Die Mauer können wir dann überlegen, ob wir sie 2 oder 3 hoch machen. Ich lasse es jetzt erstmal auf 2. Das müsste hier ausreichen für unsere Zwecke. So, dann haben wir jetzt hier wieder das Problem. Diesmal fangen wir dann hier an. Auf der erhöhten Position. So, und dann machen wir das da wieder rein. So, 2/3 sollen rausgucken ungefähr. So. So. Und wahrscheinlich hängen wir gleich wieder. Ne, tun wir nicht. So, dann haben wir hier wieder ein Fenster. Dann haben wir da wieder die rausschauenden Wände. Das ist aber gut, dass wir hier keine Kollisionsabfrage haben, keine große. Das passt. Vielleicht mache ich auch, dass da irgendwie so ein Balkon. Was könnte man hier noch hinbauen? Da oben drauf. Dass das cool aussehe. Irgendwas einfallen lassen noch. Dass da irgendwas drauf käme. Vielleicht kann man auch so einen Balkon nach außen machen. So eine Art Wehrmauer dann draus bauen oder dergleichen, wie man das nennen möchte. Das hier wollen wir. So, dann haben wir das. Dann hier nochmal zu. Und dann haben wir da wieder ein Tor. Also hier zu. Verschwindet wieder so 2/3. Aber wie gesagt, es wird Zeit, dass wir hier safe machen. Auch wenn jetzt vielleicht ein ganz bisschen von dieser offenen Optik, von dieses, es hat ja auch was gehabt, dass das alles so offen war. Aber wir müssen das jetzt safe kriegen. Jetzt, wenn wir Eierdinos hier haben, die sich nicht so gut wehren können. Spätestens dann ist es doch sinnvoll. Ich habe ein Fenster zu wenig gebaut. Überhaupt habe ich zu wenig Wände gebaut. So, dann haben wir hier jetzt das nächste Tor. Tor, Tor, Tor. Das passt rein. Wunderprächtig. Kurz gucken. Hallo, Tor. Oh Gott. So. Und die Tür. Und hier kann man es gelten lassen und von der anderen Seite. Ja, komm. Wir sind jetzt nicht päpstlicher als der Papst, das passt. Und das aus meinem Mund. Symmetrie. Das dahin und dann haben wir jetzt nicht mehr genug Wände. Machen wir hier noch.
Da noch, da noch, da noch. So, brauchen wir jetzt noch eine Wand und eine Fensterwand. Und dann haben wir hier vorne auch dicht. Ach, so ein bisschen stolz bin ich schon. Irgendwas muss da noch hin, das, ne, weil dieser Höhenunterschied zwischen dem Tor und den Mauern, der... Also entweder machen wir wirklich noch eine dritte Reihe obendrauf. Aber dann wird mir der offene Charakter zu sehr zerstört, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwelche Bäume dahin pflanzen, irgendwie, ich überlege, was dahin kann. Lampen. Lianen dazwischen hängen. Irgendeine Idee brauche ich. So, hier hat man jetzt nichts mehr drin. Moment, aber man kann bestimmt einiges hiervon rübernehmen. In den Toren sind wir jetzt ja erstmal durch, zumindest für den vorderen Bereich. So, was habe ich gesagt? Eine davon. Und eine davon. Sind wir da unten fertig? Das baue ich jetzt auch direkt rein und dann schauen wir uns die nächste Baustelle an und schauen mal, wie viele Gegenstände wir dann dort brauchen. Fürs Behemoth Gate, ich schätze, da wird noch nicht genug Eisen durchgeschmolzen sein. Ansonsten könnten wir uns auch der Sache widmen. Und das. So, dann ist das hier vorne auch safe. Ich habe das bereits getestet übrigens mit dem Spino. Kommt man da durch? Ich hoffe jetzt auch mit dem Tor da drin. Aber das Tor ist ja eher größer als der Torbogen, als dieser Bogen, den wir da vorher hatten. Und da ging es schon mit dem Spino durch. Insofern denke ich, passt das. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal von außen an. Ich hätte allerdings, fällt mir ein, hier haben wir einen Abgang. Warte mal, wir könnten... Machen das nochmal was anderes. Da machen wir nochmal was anderes. Ich vergaß, der war leer. Mal was gucken. Ich glaube, das macht Sinn, weil wir sind ja sehr häufig auch einfach nur zu Fuß da unten raus unterwegs. Und dann jedes Mal dieses große Tor aufmachen nervt. Also bauen wir da auch noch ein kleines Tor hin nach Möglichkeit. Ich weiß nur gerade nicht, haben wir nicht noch eine Tür gehabt? Ruined Door, da haben wir schon mal eine. Gut, dann braucht man nur zweimal Türrahmen und einmal Tür. Huch, Stimme weg. Also einmal, zweimal. Und hier Ruined Door einmal. Und damit wir da jetzt nichts verschwenden, reiße ich die Wände erst ab. Wenn ich jetzt ersetze, kriege ich nur die Materialien wieder. Ich möchte aber die Wände wieder haben. Pick up. Pick up. Und dafür erstmal ein Pick up. So. Das hin. Dann die 5, dann die 3 wieder. So, haben wir das. Und dasselbe machen wir hier außen, wenn wir von dort kommen und raus wollen. Ist ja auch möglich. Pick up, pick up. Die 4 hin, die 5 hin, die 3 hin. Na, so. Nochmal kurz. Fällt mir nicht. Irgendwas ist da nicht richtig. Naja. Dann ist es halt so. Sind ja alte Ruinen. Da kann man auch mal ein Spaltmaß, was nicht so gut ist, in der Mauer haben. Passt. Ja, du bist jetzt gefangen. Du bist mein Gefangener. Du wirst nie wieder heraus. Hier hört dich keiner schreien. Entschuldigung. Haben wir es jetzt hier unten safe? Ich gehe nochmal auf Nummer sicher und schaue mir das von hier oben an. Gut, wenn ich ganz sicher sein sollte, sollte ich vielleicht hier noch zumachen. Hier noch
hier noch rüber mauern. Wobei da dann die Frage ist, wie schließe ich das hier an? Gehen die Mauern da rein? Wahrscheinlich nicht. Eigentlich sollte nichts passieren, aber ich glaube, der Optik halber auch ist es gar nicht so verkehrt, das noch dahin zu machen. Das wäre noch eine Möglichkeit. So von der anderen Seite, von hier kann eigentlich nichts kommen. Und solange ich nicht auf die Schnapsidee komme und hier irgendwelche Treppen runterbaue. Ja, man könnte hier so eine Art Fähranleger machen, ne? Auch so ein... Für die zweite Etage des Bootes sozusagen. Gut, solange ich aber nicht auf die Schnapsidee komme und hier eine Treppe hochbauen möchte, denke ich, passt das. Den Innenhof haben wir auch safe. Dann bleibt nur noch... Nein, ich hört keiner schreien. Dann bleibt nur noch der Bereich hier vorne. Und den werden wir auf eine sehr ähnliche Art und Weise machen. Hier die Säulen bleiben unberührt. Dieser Säulengang bleibt offen. Hier brauchen wir ein Behemoth Gate und dann zwei... Moment, ein Behemoth Gate, hier nochmal zwei, nochmal fünf. Fünf mal drei in der... Ich schätze, es auch drei in der Breite, ne? Drei in der Breite mal fünf brauchen wir wieder 15 und ein Stone Gate. Dann brauchen wir da drüben ein Behemoth Gate und auch noch einige Wände. Okay, ich schau nochmal, wie viel Fence Foundations wir noch haben und wie viel Wände wir noch... Auch da sollte man wieder an eine Tür denken. Mindestens mal eine. Ja doch. Noch einiges an Material, was wir brauchen. Aber das sollte dafür noch reichen eigentlich. Dass wir das noch hinbekommen. Aber ich schätze, wenn es dann nach vorne geht, zum Zähmkäfig, da werden wir nachfarmen dürfen. Und ich habe es immer noch nicht gelernt. So. Das da rein. Dann laden wir hier einfach der Schnelligkeit halber um. Und wir brauchen noch ein bisschen Holz. Small Behemoth Gate. Nee, Big Stone Dinosaur. Und Reinforced. So, dann haben wir das. Das ist genau aufgegangen. Ich glaub's ja nicht. Ist genau aufgegangen mit dem Stein. Klasse. So, die haben wir. Dann laden wir jetzt wieder um. Unsere Retour. In den Schrank. Ordentlich Holz. Und ordentlich Stein. Nein, diesmal habe ich es gelernt. Wahnsinn. Das ist, kam mir gerade vor wie bei Dinner for One. Der Typ, der Butler, der ewig über diesen Tigerkopf am Boden stolpert und dann beim weiß nicht wievielten Mal ganz stolz ist, dass er es gemerkt hat. Dass er da dran vorbeilaufen muss. Was wollte ich jetzt tun? Achso, ich wollte noch schauen, ob wir hier noch genügend... Ne, 12 nur noch. Die sind aber schnell gebaut. Wobei bei denen schnell eher relativ ist. Die brauchen relativ lang im Inventar. Ach komm, wir gehen auf Nummer sicher und noch ein bisschen Fiber. So, CS, Wooden, Fence, da haben wir sie. Die brauchen wir immer wieder. Ich baue sie einfach nebenher. Und wir bauen dann jetzt schon mal ein paar Wände. Jetzt habe ich gerade wieder vergessen, das waren 15 mal 2, 30 Wände brauchen wir dann, Pi mal Daumen. Die kann ich auf jeden Fall schon mal bauen. Stone brauchen wir. Das ist sehr faszinierend. Achso, ich hab zu viel im Inventar. Toll. Das geht. Zieh! Du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es.
Eins, zwei, drei. Wie viel habe ich jetzt gebaut? Boah, das geht so schnell. Eins, zwei. Dann eins, zwei, drei, vier. Jetzt brauchen wir wieder Stone und Wood. Dann bauen wir uns noch die... Das ist immer, wenn man gerade am Überlegen ist, am Denken ist und... Es ist... Warum bin ich jetzt auf einmal überladen eigentlich permanent? Wegen der paar Wände und dem? Oder dass ich mich gar nicht mehr bewegen kann, kann doch nicht sein. Irgendwas... Ach ja, die 22 Fans Foundations. Ja, da war ja was. Und Wasser habe ich auch keins mehr. Machen wir eben hier rein. Miau. Ich glaube, das liegt daran, dass ich da vor drei brennenden Forges stehe und die mich da einfach schön durchknuspern. Hup. So, Wood braucht man noch. Fängt das hier auch schon an? Dann brauchen wir davon eins und von der Tür eins. Und dann brauchen wir nochmal Ruin Balls. Wie viel haben wir denn? 30 habe ich gesagt. Brauchen wir insgesamt. Wir haben... Ein Blindfisch. Wir haben 20, 24 plus 2... 26, ich glaube, das sind zu viele Fenster gerade. Ich hatte ja noch 2, habe ich jetzt vergessen. Wir brauchen insgesamt 5 Fenster. Ne, 4 Fenster, eine Tür. Dann sind wir bei 25, also 5 Wände eigentlich noch, wenn ich mich nicht irgendwie. Na komm, mach doch alle. Früher oder später brauchen wir sie. So. Jo, und dann bauen wir in der nächsten Folge da vorne weiter, würde ich sagen. Schnappe ich mir jetzt noch das Tor wieder raus. Und dann machen wir dicht. Dann machen wir dicht in der nächsten Folge. Dann haben wir wieder mal genug gebaut. Dann würde ich auch gerne mal wieder zähmen gehen. Ein bisschen was... Keine Ahnung, mal schauen, was wir uns suchen. Kein Quetzi. Nein. Nein. Ich sagte nein. Gut. Sind wir uns ja einig. Also, irgendwas werden wir schon finden, was wir mal wieder zähmen können. Beziehungsweise... Ja, es geht ja hauptsächlich ums Bauen hier auf unserem... PvE-Spielstand auf unserem Mod-Experimentierkiste in unserem Sandkasten hier. Insofern könnten wir auch überlegen, ob man dann oben die Eier-Dino-Gehege, Nester, was auch immer, bauen werden. Das wäre auch noch sehr viel Zeit, die wir dort reinstecken dürften. Und ja, insofern, also das Material wird uns ausgehen, aber nicht das Material zum Aufnehmen bzw. für Folgen. Wir haben sehr viel zu tun, dann steht irgendwann auch noch die große Unterwasserwelt an. Da werde ich sicherlich auch nochmal schauen, ob wir da nicht irgendwie das ein oder andere Tierchen zähmen sollten. Was Solo und Plesios, Solo und Mosasaurus oder so, das weiß ich nicht, wie ich das anstellen soll. Ich habe ein wenig Schiss davor. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, ciao.